Lange musste Bernd Leno auf seinen ersten Einsatz in der Premier League warten, doch gegen den FC Watford war es soweit. Nach einer Verletzung von Konkurrent Peter Cech wurde der Sommerneuzugang des FC Arsenal unmittelbar vor der Halbzeitpause eingewechselt und feierte den 2:0-Sieg schlussendlich auf dem Platz. Für 25 Millionen Euro wechselte Bernd Leno im Sommer von Bayer Leverkusen zum FC Arsenal, doch statt sich gegen Altstar Peter Cech durchzusetzen, entwickelte sich der 26-Jährige zunächst zur teuersten Nummer 2 der Welt. Frühzeitig betonte Unai Emery, Leno müsse auf seinen Moment warten, dieser ist am gestrigen Samstag gekommen. Im Heimspiel gegen Watford verletzte sich Cech in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit bei einem Abschlag und signalisierte sofort, dass er ausgewechselt werden müsse. Leno kam daher aufs Feld, hielt seinen Kasten sauber und trug somit einen Anteil dazu bei, dass die Gunners nach dem Eigentor von Watfords Innenverteidiger Craig Cathcart 81. und der Entscheidung durch Mesut Özil 83. den 7. Pflichtspielsieg in Folge feierten. Im Moment der Einwechslung gegen Watford feierte Bernd Leno, sein Debüt in der Premier League. Das Team ist sehr nett. Der Verein ist wie eine Familie, ich liebe das. Also lasst uns so weitermachen, freute sich der langjährige Nationaltorhüter nach seinem Debüt in der Premier League. Zuvor erhielt Leno einen Einsatz in der Europa League und im Carabao Cup, doch in der Liga wird er sich weiterhin hinter Cech anstellen müssen. Es sei denn, er nutzt die Chance, die sich ihm nun bietet. Cech wird laut Emery womöglich für 2 bis 3 Wochen ausfallen, doch der Spanier will sich ob der Qualitäten seiner Nummer 2 nicht aus der Ruhe bringen lassen. Mit den Torwarttrainern arbeitet er sehr gut, und er hat Geduld bewiesen, lobte er den Ex-Leverkusener laut Daily Mail. Ich habe mit ihm gesprochen, weil es das Wichtigste war, dass er vorbereitet war, als das Team seine Hilfe gebraucht hat. Bernd Leno lernt, und er kann jeden Tag von Peter Cech lernen. Ich bin sehr von ihm überzeugt. Jetzt, mit dieser Verletzung, hat er auf seinen Moment gewartet, zufrieden mit seinem Torhütergespann. Trainer Unai Emery: Viele Partien bleiben ihm aufgrund der Länderspielpause allerdings nicht, um sich im Konkurrenzkampf gegen Cech durchzusetzen. Im anstehenden Europa-League-Spiel gegen Karabakh Akdam hätte Leno aller Voraussicht nach ohnehin zwischen den Pfosten gestanden, weshalb die Partie gegen den FC Fulham am kommenden Sonntag das wohl erste und vorerst einzige Ligaspiel sein wird, welches er über 90 Minuten bestreitet. Denn der 9. Spieltag wird vom 20. bis 22. Oktober ausgetragen, wobei Arsenal mit dem Heimspiel gegen Leicester City den Abschluss bildet. Punkt. Bis dahin dürfte Peter Cech, der seinen Stammplatz keinesfalls aufgeben will, wieder fit sein.